Moin Moin YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Combo-Montag und ich werde euch heute ein bisschen erklären, was man so alles mit dem Punk-Cyber-Dragon-Deck machen kann, mit dem ich gestern, ja, oder welches ich euch gestern auf den Sonntagslocals vorgestellt habe. Und ich werde euch da so ein bisschen mal die Punk-Engine zeigen, ich werde euch zeigen, ein bisschen auch allgemein Cyber-Dragon-Kombos, weil letztes Jahr waren halt sehr viele der Kombos halt darauf spezifiziert, dass man halt auf Wert Anaconda geht, die gibt es jetzt nicht mehr. Deswegen wollte ich nochmal so ein paar Basics nochmal aufgreifen für Einsteiger, die das Deck vielleicht noch nie gespielt haben. So ein bisschen zu verstehen, was sind eigentlich so die Standard-Plays, die man allgemein mit Cyberdranks machen kann, jetzt auch ohne Punk-Engine und dann natürlich auch das, was halt das Deck auch ausmacht, wenn man beides miteinander kombiniert. Ich würde sagen, wir steigen erstmal ein und versuchen erstmal euch allgemein allen zu erklären, damit ihr versteht, was macht eigentlich die Punk-Engine. Die Punk-Engine ermöglicht es halt uns sauber an unseren Fehler in Regulus zu kommen und das halt über einen Seamin und eine random Karte. Das geht natürlich auch über Notfallteleport, dann hat man noch eine Normal Summon über. Da gibt es noch weitere Variationen, die man dann halt machen kann, je nachdem, was man für andere Karten hat. Aber ich möchte euch jetzt einmal basic zeigen, was machen eigentlich die Punk Engine, wenn man sie alleine nutzt, sieht zum Beispiel, weil damit kann man halt immer noch ein sehr schönes Feld machen und sehr viele Karten durchgehen. Das hat jetzt nichts mit Cyberdrachen unbedingt zu tun, sondern allgemein, was diese Engine so macht, damit ihr auch ein bisschen Verständnis habt oder ein bisschen überhaupt versteht, was, warum spielt man das momentan auch in vielen anderen Decks. Also, wir fangen an mit Normalbeschwörung Seamin, aktivieren seinen Effekt, bezahlen 600 Lebenspunkte und holen uns aus dem Deck einmal eine Fuchsmelodie. So, da nutzen wir den Effekt von Fuchsmelodie und legen sie auf den Friedhof und dann halt eine weitere Karte. Und holen uns dann aus dem Deck einmal eine Nubank-Hirschnote. Dann synchronisieren wir mit den beiden und gehen damit in eine Diabolantis, die bedrohliche Gottesanbeterin. Dann auf die Synchro-Beschwörung aktiviert sich Diabolantis und Nubank-Hirschnote. Und jetzt könnt ihr halt die Chainings machen, wie ihr wollt, aber damit ihr halt nicht geasht wird, würde ich sagen, Chaining 1 Diabolantis und dann Chaining 2 die Hirschnote, Target die Fuchsmelodie im Grave. Die wollt ihr wieder aufs Feld haben, denn die wollt gleich in den Rang 8er gehen. So, das heißt, die Kette löst sich rückwärts auf. Wir holen uns einmal die Fuchsmelodie aus dem Friedhof und die Diabolantis liegt von uns oder für uns aus dem Deck auf dem Friedhof, die Firion Lily Borea. Ihr könnt auch das gleiche spielen, wenn die Random-Karte halt Borea in eurer Starthand ist. Dann werft ihr halt mit Fuchsmelodie die Borea ab. Ne? Ganz normal. Das Einzige, womit sich dann halt nachher das unterscheidet, wenn ihr die Diabolantis beschwört, benutzt ihr ihren Effekt halt einfach nicht, weil der dann irrelevant ist. Dann benutzt ihr sie einfach nur als 8er Body, damit die Fuchsmelodie halt entsprechend aus dem Grave wieder reborn. Das heißt, die Borea ist halt kein kompletter Brick. Wenn man sie startet, kann man sie halt mit der Fuchsmelodie selbst auch abwerfen, um dann sie später einfach weiter zu verwerten. Aber wenn man sie halt nicht eröffnet, dann ist die Diabolantis genau die, die sie dann entsprechend in den Friedhof legt. So, damit haben wir Borea im Grave. Dann machen wir ein Overlay und gehen damit in den neuen Rank 8 aus Photon Hypernova, gigantischer Champion Sagas. So, mit seinem Effekt können wir uns jetzt eine Springence oder eine Therion-Karte vom Deck der Hand hinzufügen. Könnt ihr jetzt natürlich sagen, ey, wir suchen uns jetzt einfach die Field Spell, denn die Field Spell sucht uns einfach unseren Regulus. So, ich hole mal die beiden Karten raus. Könnt ihr sagen, okay, ich hole die, dann holt sie die, dann machen wir richtig Plus. Aber in der Combo macht das gar keinen Sinn, die Spell zu suchen, denn die kann man sich sowieso suchen, denn wir haben Borea am Friedhof. Deswegen statt die Spell zu suchen, suchen wir die nicht, wir suchen uns Regulus. Wenn wir die Regulus uns der Hand hinzugefügt haben, aktivieren wir seinen Effekt und wählen Therion Lily Borea in den Friedhof. Solltet ihr Cyberdrachen natürlich haben, könnt ihr auch Cyberdrachen ins Grave holen. Wenn ihr zum Beispiel die Field Spell eröffnet habt, dann braucht ihr Borea nicht, aber ihr könnt es machen, weil es macht auch Sinn, weil die sich auch gegenseitig pushen mit dem Equip-Effekt. Wählt die Borea, spezialbeschwört ihn und equippt die Borea an ihn aus. So, was ihr jetzt machen könnt, ist, ihr könnt jetzt, dadurch, dass der Therion-König Regulus mit Borea ausgerüstet ist, erbt ihr quasi ihren On-Field-Effekt, wenn sie On-Field wäre. Und ihr könnt halt eine Karte, die ihr in der Hand oder auf dem Spielfeld habt, auf den Friedhof legen, um halt euch eine Therion-Zauberfallenkarte vom Deck der Hand hinzuzufügen. Oder Zauberkarte, ich weiß gar nicht, war das beides? Zauberfalle. Könnt also den Effekt von Regulus aktivieren, der Boreas-Effekt ist quasi, legt Borea selbst weg und fügt euch dann das Therion des Kolosseums in der Hand hinzu. Aktiviert diese danach und euch dann aus dem Deck entsprechend den zweiten Therion, sodass, falls irgendwie was passieren sollte, dass euer Regel, also keine Ahnung, Evenly, das wird alles so komplett weg entfernt, dass ihr halt kein Recycle bekommt für einen der Therions aus dem Grave, habt ihr immer noch ein Follow-up, habt eine weitere Karte in der Hand und habt so aus einer 2 oder 1,5 Karten-Kombo halt quasi ein plus, ja, 3 gemacht. Oder plus, ne, plus 2 gemacht. Ja, der Sagas an sich macht jetzt halt nichts. Going Second kann es natürlich sinnvoll sein, dass er da ist. Ihr könnt mit dem angreifen, könnt danach halt für
ein Zeus gehen, falls ihr das machen möchtet. Ansonsten ist der halt einfach nur als Body da, erstmal Turn 1, weil jetzt können wir den nicht mehr wirklich weiterverwerten. Es sei denn, ihr wollt die beiden weglinken für irgendwas Unnötiges, also würde ich nicht empfehlen. Mit Discolosseum habt ihr ein bisschen Schutz und könnt damit halt Stuff machen. So, das ist halt die Standard-Kombo, die man sich im Hinterkopf bewahren sollte, dass das Deck das kann. Und dann werde ich nochmal so ein paar Basic-Kombos aufgreifen vom letzten Mal, die jetzt natürlich ein bisschen anders funktionieren, beziehungsweise halt nicht mehr so potent sind, sondern eher eigentlich quasi die Standard-Kombos sind, die man normalerweise jetzt halt mit dem Deck spielt, weil Verd Anaconda halt nicht mehr da ist. Die hat halt dem Deck extrem viel Flexibilität gegeben. Deswegen wir das halt so ein bisschen aufgewogen haben mit der Therion Engine, beziehungsweise auch mit der Punk Engine. Dafür nehmen wir jetzt für die Standard-Kombo einfach einen Drachenmark und eine Maschinenduplizierung, damit wir so ein bisschen verstehen, was kann man damit jetzt machen, weil damals konnte man halt quasi einen Dragoon machen und einen Infinity, das kriegt man jetzt nicht mehr hin. Aber ich möchte einfach nochmal für die Einsteiger ein bisschen erklären, wie es funktioniert. Wir normal beschwören Drachenmark, aktivieren erstmal seinen Effekt, holen uns nun eine Karte aus dem Deck. Jetzt je nachdem, was ihr noch an Karten in der Hand habt, könnt ihr natürlich coole Extender holen, noch weitere Sachen, aber dadurch, dass wir jetzt halt nur mit diesen zwei Karten öffnen, haben wir jetzt nicht so viele Möglichkeiten, was wir machen können, weswegen ich jetzt hier bei dieser Situation, wenn man halt wirklich, keine Ahnung, man öffnet jetzt halt drei weitere Handtraps oder so in der Hand, zum Beispiel in die Biro, Ash und Impermanent zum Beispiel, wenn ihr keine weiteren anderen Karten, mit denen man halt extenden kann, dann sucht man sich einfach die Falle. Mit der Falle hat man eine schöne Interruption im gegnerischen Spielzug, mit dem man den Gegner noch ordentlich auf die Eier gehen kann. So, die Karte, die setzen wir uns und können dann den Drachenmark, den wir verfehlt haben, nur mit Maschinenduplizierung wählen. Aktivieren Maschinenduplizierung und holen damit uns zwei Cyberdrachen aus dem Deck. Können dann den Drachenmark auf den Friedhof legen, denn es ist wichtig, dass wir den Drachenmark nachher auf dem Friedhof haben, damit wir, den brauchen wir noch nicht auf dem Friedhof zu legen, den können wir noch auf dem Spielfeld lassen, einfach nur, um ein bisschen sicher zu gehen, aber es macht eigentlich keinen Unterschied, können Sie zuerst weglegen oder nicht zuerst weglegen, macht eigentlich, glaube ich, so gut wie gar keinen Unterschied. Wir können zum Beispiel jetzt Cyberdrachen overlayen, können jetzt ja für Nova gehen, wenn ihr möchtet, das wäre dann Summon Nummer 1, 2, 3, 4, also wenn ihr jetzt halt direkt einfach nur in Infinity gehen wollt, könnt ihr das natürlich tun. Und habt halt damit dann Infinity und den Drachenmark on Field und dann könnt ihr halt den Drachenmark weglinken, um in den Almirage zu gehen. Und den Almirage braucht ihr gar nicht zu absorbieren, denn der Almirage ist ein schönes Schutzsache. Wenn zum Beispiel der Gegner einfach einen Raigeki oder einen Blitzsturm hat, um den Cyber Dragon Infinity zu baiten, braucht ihr nicht baiten, ihr könnt den Almirage einfach tributen, um entsprechend Schalldrachen Endlichkeit einfach zu schützen. So spart man sich entsprechend die Interruptions dass der Gegner halt was dagegen machen kann. Was man natürlich auch machen kann, wenn man die beiden hier schon hat und man sagt sich, Nibiru ist einem sowieso egal, kann man natürlich auch sofort den Drachenmark weglinken, damit man halt ein Target im Grave auch hat oder halt, sobald man den Nova auch hat, wie man das möchte. Das sei jetzt jedem selbst überlassen, wie er das machen möchte. Und man halt einfach favorisiert, dass man ein weiteres Monster on Field ist, kann man das natürlich machen. Man kann den Cyberdrachen Nova nutzen, um halt noch einen Cyberdrank rauszukriegen, damit man halt schon mal ein weiteres Material hat und kann danach halt sagen, dass man für Unendlichkeit geht. Natürlich kann man dann die Biro kassieren, mit Cyberdrache Nova können wir halt immer noch einen Amoklauf-Drachen rausholen, mit dem man halt noch ein bisschen was machen kann, aber jetzt nicht so viel unbedingt. Daher würde ich da jetzt diese Line jetzt nicht unbedingt empfehlen. Ihr könnt jetzt natürlich auch sagen, ihr könnt ihr noch wieder reabsorben, das macht gar keinen Sinn eigentlich, weil dann hättet ihr auch genauso die erste Line machen können. Oder ihr könnt den Almirage absorben, damit ihr weitere Sachen habt. Aber ich finde es halt schön, dass man den dann hat, weil damit hat man halt nochmal die Interruption und den Schutz und dann hat man halt Cybernetic Overflow und Infinity halt quasi als zwei Interruptions, die man halt aus diesen zwei Karten gewonnen hat, was halt sehr schön ist. So, dann kommen wir zu der anderen Standard-Kombo, die wir, ich glaube, das letztes Jahr auch mal uns angeschaut haben. Das ist nämlich die Kombo, dass man Cyberdrache Herz eröffnet und dann Galaxiesoldaten. Wichtig dabei ist mal zu wissen, bestimmte Karten können durch andere Karten ersetzt werden. Der Cyberdrachenmark kann natürlich auch immer ein Cyber-Notfall sein, den man eröffnet, weil der wird dann zum Cyberdrachenmark, wenn man den einfach dann direkt suchen kann. So, genauso in diesem Fall kann der Cyberdrache Herz dann halt auch theoretisch einfach ein Cyber-Notfall sein, damit man einfach mehr Options hat, diese Kombo zu öffnen. Galaxiesoldat ist ein bisschen schwieriger, weil die andere Karte sucht halt erst, wenn was im Grave ist und das macht es halt ein bisschen schwieriger. Deswegen, was ist die Standard-Kombo? Das ist die Standard-Kombo, aktiviert Galaxiesoldat, wirft den Herz ab, kriegt dann den Galaxiesoldaten on-field, dann aktiviert er sich auf Chaining 1 und er auf Chaining 2, das macht am meisten Sinn, damit der halt nicht geogert werden kann und sowas und auch nicht geasht werden kann, sodass man auf jeden Fall den Galaxiesoldaten kriegt und so sucht man sich mit Herz dann einen Cyberdrachen und mit dem Galaxiesoldaten weiteren Galaxiesoldaten, dann nutzt man den Effekt nochmal von Galaxiesoldat, wirft den Cyberdrachen ab,
Special den und kann dann jetzt von hier aus für Nova gehen. Diesmal haben wir auch überhaupt gar keine Gefahr vor irgendwelchen Nibirus, weil wir haben erst drei Summons, können den Effekt benutzen, können jetzt halt nochmal sagen, okay, können entweder Cyberdrache Herz oder Cyberdrache rausholen. Ich würde hier empfehlen, damit ihr einfach ein bisschen Advantage mehr im Game haben könnt, dass ihr Cyberdrache Herz holt, weil der kann euch aus dem Grave dann, wenn im gegnerischen Spielzug euer Feld irgendwie weggebastelt wird, kann er euch wenigstens den Cyberdrachen wieder zurückholen, womit ihr halt theoretisch halt nur aus dem Extra-Deck was wegfusionieren kann. Das kann sehr von Vorteil sein. Und dann overlayen wir auf den Cyberdrachen Nova einfach einen Cyberdrachen Unendlichkeit und haben halt quasi eine Gate. Und das ist halt das Play und man hat halt dann nochmal, ja, ein kleines Follow-up, was man dann durchsuchen kann, wenn der Gegner entsprechend durch das Board geht. Mehr ist dann aber halt auch nicht drin. So, das ist das. Die nächste Kombo baut so ein bisschen an Kombo 2 und 3 zusammen auf. Da öffnen wir einen Cyberdrachenmark, ein Cyberdrache-Herz und eine Maschinenduplizierung. Wie gesagt, jeder von denen kann theoretisch, also hier in diesem spezifischen Use Case, kann man, glaube ich, beide ersetzen, auch mit den anderen Spells, weil die entsprechend gesucht werden können. Da kann man sich halt noch eine Interruption suchen. Wenn es nur eine von beiden ist, dann reicht es meistens, dass man den Drachenmark sich hinzufügt, wenn man halt den anderen hat. Es kann auch in der Kombo sein, dass man den Galaxiesoldaten schon in der Hand hat. Das kann es auch sein. Es muss jetzt nicht der Herz sein. Da gibt es halt viele Möglichkeiten. Aber ich würde euch einfach die einfache Kombo zeigen, weil es ist halt so ein bisschen mehr in Cyberdrain gelockt, also Cyberdrain Cards. Aber es kann hier auch ein Galaxiesoldat sein. Dann holt man sich anstattdessen einfach nachher über den Drachenmark, der dann die Emergency holt, dann entsprechend den Herz. Geht genauso. Das ist halt die Kombo, damit man halt zwei Xyz Monster rauskriegt. So, ich zeige euch das mal. Man beschwört dann Cyberdrachenmark, aktiviert seinen Effekt und holt sich entsprechend, versucht sich den entsprechenden Gegenpart zu suchen. Dadurch, dass wir jetzt Herz eröffnet haben, versuchen wir an Galaxiesoldat zu kommen. Und daran kommen wir über. Wo ist die? Über die Cyber-Reparatur-Werkstatt. Wenn wir schon Galaxiesoldat haben, können wir einfach die Emergency nehmen, mit dem wir den Herz suchen können. Dann brauchen wir gar nicht den Drachenmark vorher wegzulinken, bevor wir sie benutzen können. Weil momentan können wir die Reparaturwerkstatt noch nicht benutzen, denn wir müssen ja auch noch den Cyber-Drachenmark noch dafür benutzen, dass wir mit Maschinenduplizierung daraus noch zwei Cyberdrachen machen. Das machen wir mal auf die Schnelle. Wir holen einfach mal zwei Cyberdranks. Und damit haben wir beide draußen. Dann linken wir den Drachenmark weg, weil hier ist es so ein bisschen, ja, Nibiru ist safe. Ich werde euch nachher noch was zeigen, was man machen kann, aber das kann man leider halt nicht in jeder Kombo machen, wie man trotzdem Nibiru fressen kann und weitermachen kann. Das ist hier nicht ganz so möglich. Gehen wir in den Almirage, damit wir endlich was im Grave haben, damit wir halt ein Target haben, dass wir Cyber-Reparatur-Werkstatt aktivieren können in diesem Fall. Ist natürlich einfacher, wenn ihr halt nur Emergency habt, dann könnt ihr halt das easy machen, dann könntet ihr einfach die beide Overlayen direkt für Cybernova und dann Infinity, ohne halt auch noch Monster aus dem Grave zu reborn, weil ihr dann halt direkt den Herz durchsuchen könnt, ohne dass ihr halt irgendwas in Grave haben müsst. Aber in der Variante brauchen wir jetzt mit der Reparaturwerkstatt die Möglichkeit, müssen wir halt Galaxiesoldat hinzufügen. So, was wir jetzt machen ist, wir möchten halt so ein bisschen extenden, weil wir möchten ein bisschen Follow-ups auch haben für die nächsten Spielzüge. Deswegen gehen wir jetzt von hier aus, versuchen halt die Kombo so optimal zu spielen, dass wir halt mit so viel Advantage enden, wie es geht. Gehen wir für Cyberdrachen Nova, nutzen seinen Effekt, detachen einen der Cyberdranks, weil wir haben ja halt den Drachenmark im Grave und targeten dann den eigenen Cyberdranks, den eigenen Cyberdrang, den wir gerade detached haben. Nicht vergessen, ihr dürft den Effekt nur benutzen, wenn ihr ein legitimes Ziel habt. Wenn ihr halt gar keinen Cyberdrang im Grave habt, könnt ihr nicht einfach detachen und denselben wieder nehmen, weil ihr dürft gar nicht den Effekt aktivieren. Das funktioniert aber, wenn ihr halt schon einen theoretischen Cyberdrang im Grave habt, dann dürft ihr auch das gleiche, was ihr detached habt, wählen. Ihr wählt den, spezial beschwört ihr. So, dann gehen wir jetzt natürlich in unseren Negate. Das ist, wo ist der? Cyberdrache und Unendlichkeit. Und dann kennt ihr schon die Combo: Galaxiesoldat, Effekt, Discard, Special Summon, Effekt, Chaining 1, Effekt, Chaining 2. Und das Interessante ist jetzt, statt uns einen Cyberdragon zu holen, als Follow-up kann man sich jetzt auch sagen, man holt sich einen Cyberdrachenmark. Weil wenn wir jetzt mit Cyberdrache Herz und Cyberdragon auf die Hand nehmen aus dem Deck, macht das irgendwie keinen Sinn, weil dann der Cyberdragon Core im Grave zusammen mit dem Cyberdragon in der Hand nicht wirklich harmoniert, weil man kann nur einen von beiden Specialen im nächsten Spiel, sogar einen von den Effekten benutzen, weil man danach wieder ein Monster kontrolliert. Deswegen ist es sinnvoller, den einfach als quasi Follow-up für den nächsten Turn zu haben, womit man halt coole Sachen machen kann. Und wir schnappen uns aus dem Deck dann weiterhin Galaxiesoldaten, die wir diesen Spielzug gar nicht mehr weiterhin benutzen. Das Interessante ist, wir können die beiden halt als Follow-up behalten, weil mit Drachenmark können wir uns im nächsten Spielzug wieder ein Cyber Emergency holen, mit dem wir einen weiteren Herz uns suchen können, womit der Galaxy Soldier auch direkt live ist, wieder in der Hand, womit wir weitere 5er Plays haben. Das ist super nice. Aber wir wollen ja halt weitere Sachen hier aufs Feld legen. Was ihr jetzt machen könnt, ist halt, ihr könnt mit den beiden jetzt overlayen. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, halt in mehrere Options zu gehen. Ihr könnt sagen, ihr holt wie Mana raus.
oder ihr holt Sternzeichen Kundler Plejaden raus. Mit Plejaden habt ihr natürlich eine schöne Interruption, die halt nicht destroyed, damit könnt ihr halt irgendwas bouncen und es ist ja halt so, dass den Effekt einmal im Gegner schon einmal neu am Spielzug machen könnt. Das heißt, ihr habt quasi zwei gute Interruption-Effekte quasi. Oder ihr geht für Vimana. Vimana hat zwei Vorteile oder hat ein paar Vorteile über Plejaden. Erstens ist es natürlich einfacher zu machen, weil eine Maschine ist und Generic Material hat. Plejaden braucht halt Lichtmonster, was halt hier aber halt auch geht. Mit Vimana habt ihr halt die Möglichkeit, halt Monster-Effekte zu negaten, egal von wo. Für zwei Detaches, was schön ist. Das heißt, ihr kriegt einen weiteren Negate daneben, aber halt nur für Monster-Effekte. Aber dieser kann halt auch zum Beispiel einen Infinity schützen, dass der Gegner irgendwie umrennt. Ihr könnt halt nämlich dann den Infinity quasi fast unbesiegbar machen, weil der Almirage kann ihn vor Kartenzerstörung schützen und der Vimana kann ihn quasi, sobald der Infinity seine Gate benutzt hat, im gegnerischen Spielzug, könnt ihr halt den Nova detachen und wenn der Gegner halt, ja, ihr könnt halt den Effekt von Vimana irgendwann benutzen, ihr könnt sagen, okay, ich wähle ihn, attache mir dann den Nova an ihn ran und dann kriegt er die Hälfte der Angriffspunkte drauf, damit geht er auf was 3150, genau, könnt ihr halt damit ihn nochmal richtig hochpushen, es wird dann schwierig auch für den Gegner umzurennen, selbst wenn er seine Gate benutzt hat, was eine sehr coole Sache sein kann, das ist vielleicht das Optimalere, aber es kann Matchups geben, wo das vielleicht irrelevant ist, weil, keine Ahnung, spielt gegen Skystriker, wo Monster-Effekte nicht so relevant sind, weil man braucht irgendwie Spell, Stuff oder Bouncen, dann kann halt entsprechend der andere auch sinnvoll sein. Jetzt kommen wir aber noch zu einer Alternative dazu, für die, ich sag mal, das ist die dumme Combo, die ich so niemals spielen würde, aber ich zeig sie euch einfach. Weil es witzig ist, weil man kann sich halt Therion forcen mit Pure Cyber Dragons in die Hand mit etwas dummen Plays. Also ich würde das nicht empfehlen, weil null Nibiru safe und geht halt voll Döner und macht absolut weirde Plays, aber es ist möglich, es ist quasi die gleiche Combo. Ihr könnt halt mit der jetzt gleich kommenden Starthand genau das gleiche machen wie eben gerade. Statt Cyberdrache Herz haben wir den Galaxy Soldier in der Hand und da könnt ihr die Combo halt genauso machen wie gerade eben, dann holt ihr euch stattdessen halt den Herz und macht genau dieses Feld. Oder aber ihr macht das hier. Das wird hohl, denn diese Combo ist dumm, aber ich wollte es nur mal gezeigt haben, weil es in der Theorie möglich ist. Normal Summon Drachenmark. Ihr aktiviert seinen Effekt und holt euch damit entsprechend, wo ist sie? Cyber Notfall, denn in diesem Case funktioniert das nicht, wenn wir den Herz in der Hand haben, weil der Drachenmark darf nicht vom Feld weggehen. Der muss da bleiben. Deswegen holen wir uns den Notfall und damit holen wir uns den Herz. Wenn wir Herz eröffnen statt Galaxy Soldier, können wir gar nicht diese Combo machen, denn der Drachenmark darf nicht für Almirage weggelegt werden. Er muss da bleiben. So, denn ich zeige euch jetzt, warum. Ihr aktiviert Maschinenduplizierung und targetet den Drachenmark. Dann beschwören wir zwei Cyberdrachen aus dem Deck, um die rauszubekommen. So, als nächstes aktivieren wir den Effekt von Galaxiesoldat. Ihr seht schon, wir spammen hier ohne Ende. Discarden den Herz und spezialbeschwören den Galaxiesoldaten. Dann aktiviert jetzt Chaining 1, Chaining 2. Holen uns wieder aus dem Deck einen Galaxiesoldaten und einen Cyberdrachen. Den letzten quasi aus dem Deck. Der kommt jetzt quasi in die Hand. So, jetzt haben wir es. Dann overlayen wir die die beiden überleben wir nicht. Wir überleben den und den Galaxy Soldier. Es ist wichtig, dass wir viele Cyberdrachen-Namen am Ende auf dem Spielfeld haben. Wir gehen damit für Cyberdrachen Nova. Aktivieren seinen Effekt. Detachen den Cyberdrachen, den wir drunter haben. Weil wir Herz und Grave haben, haben wir ein legitimes Ziel. Und spezialbeschwören wieder denselben Cyberdrachen aus dem Grave. So. Jetzt können wir overlayen. Also ab jetzt wären wir dann die Virus-Safe. Weil jetzt können wir halt einfach in Unendlichkeit gehen. So. Aber wir sind noch nicht fertig, denn jetzt wird's hohl. wir nutzen den zweiten Galaxy Soldier, discarden den Cyber Dragon und specialen den letzten Galaxy Soldier. Jetzt kommen halt keine Effekte mehr. Jetzt haben wir halt drei Cyberdrachen auf dem Feld und einen Galaxiesoldaten. Und, also Cyberdrachen mit Name. Und die nutzen wir jetzt, indem wir halt einen Cyberdrachen und den Galaxiesoldaten hier Contact fusionieren für ein Chimera Tech Fortress Dragon. Und dann fusionieren wir die anderen. Wir brauchen halt mindestens einen Cyberdrachen mit dabei. Deswegen machen wir keine Almirages und gehen für einen zweiten Chimera-Tech-Festungsdrachen. Ich habe mir einfach mal einen rausgeholt. Ich habe das gerade nicht gespielt, aber theoretisch ist es möglich. Seid ihr zwei Chimera-Tech-Festungsdrachen, Stufe 8, könnt ihr overlayen und geht damit in den gigantischen Champion Sagas. Dann nutzt ihr seinen Effekt und holt euch aus dem Deck diesmal nicht einfach direkt den Therion König Regulus, sondern diesmal holt ihr euch das Kolosseum, weil wir haben keine Lili Buree am Grave.
Müssen wir auch nicht, denn wir nutzen jetzt Disc Colosseum, spielen sie aus. Ja, ich schiebe ein bisschen weiter ins Bild das Ganze, damit man es ein bisschen besser sehen kann. Aktivieren diese. Ich kann eh noch ein bisschen rauszoomen. Ja, das geht. Ein paar Karten hier ist im Bild noch. Und suchen uns damit dann den Therion-König Regulus. Und dann können wir den Effekt von Regulus nutzen und können in unserem Friedhof als weiteres Follow-up, quasi wieder für den Recycle, den Herz aus dem Grave nehmen, den equippen und den Therion-König Regulus holen. Und haben damit mehrere Interruptions. Wir haben Therion-König Regulus als Negate, der sich selbst weglegt und dann der Headster das Follow-up holt. Unser Disc Colosseum ist für beide Effekte fast live. Also wenn der Regulus im Grave ist, kann sie halt recyceln. Aber auch der andere Effekt funktioniert, weil wir Lily Borea und noch einen Regulus im Deck haben. Das heißt, wir können theoretisch auch noch aus dem Deck die reinschmeißen, wenn wir halt die Kampfzerstörung erfahren. Wir haben mit Cyber Dragon Infinity Negate. Und wenn wir den Effekt von Cyber Dragon Infinity für sein Negate benutzen, können wir, wenn wir halt was detachen mit Champion Sagas, entsprechend noch eine Karte auf dem Spielfeld wählen und die entweder bouncen oder zerstören. Das heißt, wir haben einiges an Interruption. Das Feld ist besser und cooler als die eben genannte Variante. Das Ding ist, es spielt halt komplett in alle möglichen Arten von Interruptions. Es nimmt sehr viel aus dem Extra-Deck raus, was man dann Combo-Pieces spielen muss, also wenn ihr halt irgendwie so eine Fusionsvariante spielt, ihr müsstet quasi eigentlich drei Chimera-Decks spielen im Extra-Deck, damit ihr halt noch ein Life habt, mit dem ihr auch nochmal die gegnerischen Karten fusionieren kann. Also ihr braucht ja mindestens zwei, wenn die halt weg sind, habt ihr keine weitere Option halt nochmal, wenn ihr halt irgendwie mit Clockwork Knight spielt, nochmal zu fusionieren. Ihr könnt das machen, es ist ein sehr krasses Feld. Ist aber so ein bisschen eine Combo, die halt wirklich All-In ist, weil man ballert da halt Monster und Monster raus und ist sehr susceptible zu allen unterschiedlichen Arten von Handtraps daher. Sei es mal hier gezeigt, theoretisch möglich, aber auch richtig All-In. Ich habe es gar nicht spielen können, weil ich entsprechend nicht das Extra-Deck dafür habe. Aber, wie gesagt, es ist möglich. So, ich habe nochmal ein bisschen rausgezoomt, damit wir ein bisschen mehr Platz hier haben. Und jetzt kommen wir zu der Combo, weswegen wir beides zusammenspielen, wo halt beide Engines miteinander sehr gut harmonieren. Und das ist halt die beste Combo, die man halt in dem Deck quasi halt mit relativ wenig Karten hat. Das ist Cyberdrachenmark zusammen mit Maschinenduplizierung und Notfall-Teleport. Das sind halt alles drei sehr starke Karten, mit denen man halt gut was machen kann. Und ich werde euch gleich mal zeigen, wie das funktioniert. Ich werde euch einmal die Standard-Kombo zeigen, wie sie funktioniert. Und danach werde ich euch noch mal eine Alternativ-Kombo zeigen, die quasi auf das gleiche Feld gehen kann, indem man halt aber dann statt über Emergency über die andere Suchkarte geht. Falls man das möchte, womit man halt quasi ein Monster mehr dann nachher auf dem Feld endet, aber das nicht ganz Nibiru, also komplett Nibiru safe ist. Und dann gibt es eine Variante, die Nibiru safe ist, und zwar so safe, dass man den Nibiru schlucken kann und trotzdem mit dem gleichen Plus rauskommt, wie wenn man auch das sonst durchkriegt. Ist eine sehr coole Sache und das werde ich euch gleich mal zeigen, wie das funktioniert. Aber erstmal die Standardvariante, wenn man halt ganz entspannt spielen möchte. So, wir gehen für Normalbeschwörung Drachenmark, aktivieren seinen Effekt und holen uns aus dem Deck einfach einen Cybernotfall. So. Ganz normal, super easy. Dann aktivieren wir Maschinenduplizierung, wählen den Drachenmark und beschwören zwei Cyberdrachen aus dem Deck. Die Cyberdrachen sind jetzt quasi dazu da, um unser Punkplay abzusichern. Deswegen spielen wir das. So. Nun nehmen wir unsere beiden Cyberdrangs, overlayen die und gehen damit direkt in Nova. Und damit wir halt super Nibiru safe sind, gehen wir einfach direkt in den Infinity. Wumms. So, fünfter Summon, Nibiru, wunderbar. Von hier aus können wir weitermachen, weil jetzt können wir sagen, okay, den Drachenmark können wir jetzt hier auch weglinken, weil mit dem werden wir jetzt hier nicht mehr so viel anfangen können und der Almirage ist halt ein sehr schöner Schutz nochmal für unseren Infinity oder allgemein unser Feld, mit dem ihr halt schön benutzen könnt oder ihr könnt ihn absorbieren, wie auch immer das machen wollt. Jetzt ist wichtig, ihr wisst ja, jedes Mal, wenn wir mit der Punk Engine spielen, brauchen wir Discard, deswegen haben wir den Cyber Notfall, den aktivieren wir. Ihr könnt jetzt auch in diesem Fall Reparaturwerkstatt genommen haben. Aber dazu kommen wir nachher nochmal, weil jetzt könntet ihr halt, also beide können jetzt quasi Cyberdrache Herz suchen. So, das ist egal, welche ihr euch nachher gesucht habt, aber ich mache jetzt einfach mal den Notfall als Beispiel, weil zur Reparaturwerkstatt kommen wir später nochmal, bei der zweiten Variante halt. So, den wollen wir einfach haben, weil der ist ein wunderbares Discard-Outlet, weil der gibt uns ja noch weitere Ressourcen. So, dann aktivieren wir Notfall-Teleport, holen damit aus unserem Deck dann jetzt den Seamin. Nutzen seinen Effekt, bezahlen 600 Lebenspunkte und holen uns damit einmal die Fuchsmelodie. So, die ist im Grave. Dann aktivieren wir den Effekt von Fuchsmelodie, des Karten Zauberdrache Herz und sie. Und Spezialbeschwören aus dem Deck dann einmal, wo ist sie? Die Hirschnote. Dann aktiviert sich im Friedhof der
Zauberdrache Herz und ihr könnt jetzt euch einen Zauberdrachen holen, wenn ihr das wollt. Das könnt ihr machen, vor allem wenn ihr schon Drachenmark, noch einen weiteren Drachenmark in der Hand habt, würde ich das empfehlen, das ist gar kein Problem, weil ihr habt sowieso schon einen Drachenmark. Aber allgemein, wenn ihr halt nicht habt und ihr ein gutes Follow-Up-Play im nächsten Zug haben wollt, würde ich empfehlen, jetzt den Drachenmark zurückzuholen, weil der heißt ja jetzt auch Cyberdrache im Grave. Nehmt ihn einfach wieder zurück auf die Hand, weil damit habt ihr ein richtig schönes Follow-Up für den nächsten Spielzug. So, den kriegt ihr jetzt auf die Hand. Dann synchronisieren wir die beiden und gehen damit, das kennt ihr ja jetzt schon, für Diabolantis. Aktivieren ihren Effekt, legen aus dem Deck einmal Therion Lilliburea rein. Und, und chainen natürlich bei der Synchro halt natürlich noch die Hirschnote an. Also Chaining 1 Diabolantis, Chaining 2 Hirschnote, damit wir halt den Achter wieder reborn. Wie halt in Combo Nummer 1 auch schon gezeigt. Gerade eben nur ein bisschen zu spät erwähnt. Nicht vergessen. So, nun, sonst haben wir Pech gehabt. Dann haben wir die. Der Drachenmark ist in der Hand. Dann können wir die overlayen. Das kennen wir ja auch schon wieder. Gehen für Sagas, aktivieren seinen Effekt. Holen uns damit Regulus, aktivieren Regulus, Spezialbeschwören ihn, indem wir Borea targeten, holen sie, legen sie weg, holen uns aus dem Deck ein Discolosseum. Das Discolosseum aktivieren wir und holen uns damit noch einen Therion König Regulus. Womit dann nachher unser Feld dann dieses wäre, was schon ziemlich mächtig ist, könnte man sagen. Wir haben halt jetzt quasi im Gegensatz zur letzten Kombo, die wir gesehen haben, wir haben jetzt zwei Negates auch wieder mit Sagas, Discolosseum, aber wir haben halt super harten Follow-up. Also wir haben halt Regulus, wir haben Drachenmark, Discolosseum kann uns noch Borea nachher raus und wir können richtig viel Spam im nächsten Spielzug. Wir haben richtig schönes Follow-up und der Gegner konnte uns zwischendurch nicht mehr Nibirun und wir haben halt noch mehr Interruptions. So, bevor ich gleich zur nächsten Combo komme, werde ich einmal das Feld ein bisschen abändern, nämlich theoretisch in der nächsten Combo, weil ich möchte das Feld nicht nochmal machen, könnte auch euer Feld so aussehen, sodass ihr halt einfach ein weiteres Monster extra habt. Dann aber so ein bisschen nicht ganz Nibiru-safe, aber das ist halt nachher das exakt das gleiche Board könnt ihr dann bauen. Bloß, dass ihr halt stattdessen noch einen Cyberdrachen extra habt, der Infinity ein bisschen schwächer ist. Aber sonst genau das gleiche Board. Da komme ich nachher darauf nochmal zurück. Werde ich euch gleich nochmal nennen, wie man dahin kommt. So, jetzt kommen wir zur Variante Nummer 2, die ich euch jetzt halt auch zeigen werde. So, ist auch wieder exakt die gleiche Starthand. Das ist Maschinenduplizierung, Cyberdrachenmark und ein Notfallteleport. So, beginnt erstmal genauso. Wir fangen an mit Normalbeschwörung Cyberdrachenmark, aktivieren seinen Effekt und holen uns dieses Mal aber. Wo ist sie? Cyberreparaturwerkstatt. So, dann aktivieren wir die Maschinenduplizierung und holen uns damit natürlich wieder die zwei Cyberdrachen. Erstmal, so wie immer halt, ganz normal, gar kein Problem. So. Was ihr jetzt natürlich machen könnt, wenn ihr Bock drauf habt, weil ich würde es euch jetzt genauso zeigen, ist, ihr könnt in die Biro reinspielen, so ein bisschen, wenn ihr wollt. Ihr könnt sagen, oh, ich link dann jetzt meinen Drachenmark weg, damit meine Reparaturwerkstatt live ist. Und ich gehe damit in Almirage. Und mit dem Rest der Combo mache ich quasi genau das Gleiche. Wir gehen wieder in Nova. Plus, dass wir stattdessen, dass wir direkt in den Infinity gehen, dass wir uns nochmal den Cyberdrachen extra holen. Da kommen wir genau zu dem Feld, was wir gerade eben gesehen haben. So, ne? Aber ich habe uns jetzt extra die Cyber-Reparaturwerkstatt geholt auf die Hand, weil jetzt was sehr Interessantes ist. Ihr könnt exakt das Feld, wie gerade eben, halt mit diesem extra Cyberdrachen machen und wenn der Gegner halt keine Biro gehabt hat, wunderbar, überhaupt kein Problem. Aber ihr könnt natürlich auch sagen, weil Cyberdrachen Nova jetzt natürlich der fünfte Summon war, ihr jetzt eine Cyber-Reparaturwerkstatt und Notfallteleport noch in der Hand habt, kann jetzt natürlich sein, oh, der Gegner kommt jetzt und sagt, ja, ich aktiviere jetzt hier mein Nibiru, ich möchte dein Feld loswerden, bevor du mir hier ein Infinity hinlegst. Das ist ja so der ganz normale Use Case. Und das Schöne ist, wenn ihr die Variante so spielt, gönnt ihn euch. Den könnt ihr euch komplett gönnen, den Nibiru. Also, wir lassen uns jetzt komplett Nibiru vom Gegner. Der knallt uns den Cyber Dragon Nova und den Almirage weg. Der wird auf die gegnerische Spielfeldseite gespecialt, den seht ihr jetzt nicht, aber der kommt gleich noch nachher in Action. Wir werden vermuten, dass er zu ganz hoher Wahrscheinlichkeit in Angriffsmodus gespecialt wird, weil der Cyber Drache Nova 2-1 Attack hat und 1-6 Death. Wird wahrscheinlich das Token in Death gespecialt irgendwo und das Nibiru-Token, den Nibiru selbst dann wahrscheinlich in Angriffsmodus. Das macht eigentlich fast jeder. Ich glaube, kaum einer beschwört den Nibiru in Death dann. Kann aber natürlich passieren, dann ist es nicht ganz so plus, aber wir gehen mal davon aus, dass er den Attack-Modus specialt. Wir kriegen jetzt die Spielmarke hier ab. So, und jetzt könnte man sagen, damn, er hat uns aufgehalten, oder?
Not really, denn dadurch, dass er ja natürlich den Nova weggeknallt hat, aktiviert sich nur Nova im Grave. So, durch seinen Effekt können wir jetzt ein Fusionsmonster von Typ Maschine aus dem Extra-Deck spezialbeschwören. Und wir spezialbeschwören den Chimera Tech Amoklauf-Drachen. Und dadurch, dass wir den jetzt haben, können wir seinen Effekt benutzen, um uns weitere Plays von hier aus zu extenden. Wir können jetzt nämlich seinen Effekt ansagen und können halt bis zu zwei Cyberdrachen, bis zu zwei Lichtmaschinenmonster vom Deck auf den Friedhof legen. Und wir machen das folgendermaßen. Wir nehmen uns beispielhaft einfach mal ein Cyberdrache Herz und ein Cyberdrache Nächster. Das Wichtige dabei ist, der Herz ist verpflichtend. Der gibt uns die extra Advantage, die wir brauchen. Der Nächster ist egal. Es kann irgendein Cyberdragon sein, den ihr im Deck habt. Denn wir werden mit Reparaturwerkstatt den einfach wieder zurück in den entsprechenden, ins entsprechende Deck wieder zurückmischen. Denn wir werden genug Cyberdragon schon mittlerweile im Grave haben. Aufgrund des Nibiru-Tokens. Deswegen uns ist eigentlich relativ egal ist, wen oder was wir davon uns nachher auf die Hand nehmen. So, wir legen die jetzt einfach mal mit rein. So, die gehen da jetzt einfach rein. So, und nun aktiviert sich der Herz im Grave, weil der wurde natürlich wieder auf den Friedhof gelegt. Und wir haben diesmal ihn halt nicht aus der Hand, sondern aus dem Deck auf den Friedhof gelegt, was natürlich auch ihn aktiviert. Und mit ihm holen wir uns wieder eine Karte zurück auf die Hand. Welche das nachher ist, ist es egal. Ihr könnt euch irgendeinen Cyberdragon nehmen, weil der wird gleich als Discard-Fodder enden. Nehmen einfach mal jetzt einen des Cyberdrags. Einfach nur, egal, den nächsten lassen wir drin, weil den würden wir jetzt nämlich einfach direkt wieder zurücklegen, indem wir sagen, okay, wir benutzen beide Effekte von Cyber-Reparaturwerkstatt, weil wir halt vier Cyberdrags im Grave haben und wir suchen uns was. Und die Karte ist halt so, dass sie auch nach der Reihe beide Effekte auflöst. Das heißt, selbst wenn der Gegner irgendwie eine Crow oder so hat und das Ding banished, wir kriegen trotzdem den Search, macht keinen großen Unterschied. Wir brauchen halt nur ein Target, was wir reinlegen. Das heißt, wir suchen uns nun jetzt mit der aktivierten Cyber-Reparaturwerkstatt einen Galaxiesoldaten und den Cyberdrachen nächsten, den nehmen wir einfach wieder zurück ins Deck. Der geht einfach zurück, das kann auch einer der anderen sein, wie ihr wollt, das Gemilde, das nicht Gemilde, es muss ja nicht mal Nächster gewesen sein. Das, wie es so bei euch passt. So, nun aktivieren wir Galaxiesoldat. Werfen Cyberdrache ab, spezialbeschwören den Galaxiesoldaten. Und der aktiviert sich nun. Mit ihm kriegen wir dann einen weiteren Galaxiesoldaten auf die Hand. Hier. So. Und ich denke, langsam seht ihr schon, wo wir hingehen, oder? Wir machen jetzt nämlich ein Overlay mit Amoklaufdrache und Galaxiesoldat. Und unser Feld ähnelt immer mehr und immer mehr dem, was wir vorhin hatten, auch wieder. Wir haben jetzt nun einen Cyberdrache Nova. Wir overlayen jetzt für den. Und mit dem würde ich euch jetzt quasi das gleiche wie, also so ähnlich wie auch in der vorherigen Kombo, und quasi eine Art Follow-up erstmal wieder raus und aus dem Grave, mit dem wir halt quasi wieder recovern können, wenn der Gegner unser Feld brechen kann, möchte, will, sein darf. Wir aktivieren den Effekt von ihm, detachen einfach den Amoklaufdrachen und holen uns aus dem Grave den Herz. Den holen wir wirklich nur als Recovery-Option, wenn der Gegner halt irgendwie doch unser Feld gebrochen kriegt. Der kommt extra einfach nur dahin, als Floater, als Recruiter, damit wir das haben. So, dann als nächstes overlayen wir nun jetzt über den Nova, weil der Nova nicht once per turn ist, sondern nur soft once per turn, also nicht hard once per turn. Deswegen können wir halt einen zweiten Nova auch nochmal einfach machen und ihn nochmal machen. Was man auch noch machen kann, ist halt, wenn man nur einen einzigen Nova spielt, kann man die Combo auch trotzdem machen, denn mit Cyber-Reparaturwerkstatt könnt ihr denselben Nova auch wieder zurück ins Extra-Deck tun, wenn ihr das nutzt halt für den Effekt zum Recyceln. Das heißt, ja, ihr könnt es auch sogar mit einem einzigen Nova machen, ihr braucht nicht zwei Novas. Aber ich finde das halt so, ist natürlich jetzt ein bisschen sinnvoller, dass man halt eines der Targets, die man reingeschmissen hat, wieder ins Deck tut, damit man halt ein bisschen mehr Ressourcen hat. Aber falls ihr wirklich nur ein Nova spielt, geht das gleiche genauso. Dann wäre das der Nova, den hätten wir jetzt einfach zurückgelegt und den jetzt den gemacht. Jetzt gehen wir für den Infinity und nutzen den Infinity und absorbieren einfach den gegnerischen Nibiru, den er gedroppt hat. Und ja, von hier aus seht ihr schon, wir haben wieder die gleiche Kombo wie vorhin. Wir aktivieren nur Notfallteleport. Weil wir sind immer noch in nichts gelockt. In Maschinen, Something, Anything. Wir können einfach wieder weitermachen und können weiter von hier aus für unsere Combo gehen. Wir gehen nun für Seamin in unsere vierte Zone quasi. Aktivieren seinen Effekt. Holen damit uns die Fuchsmelodie. So, der Teleport ist im Grave. Dann aktivieren wir Fuchsmelodie. Discarden den Galaxiesoldaten. Oder senden beide auf den Grave, um die Galaxiesoldaten da zu haben. Dann specialen wir die Hirschnote. Dann synchronisieren wir mit Seamin und Hirschnote für Diabolantis. Dann aktiviert sich Diabolantis auf Chaining 1, auf Chaining 2 aktiviert sich Hirschnote und uns die Fuchsmelodie, die sich wieder spezial beschwört. Und Diabolantis legt Tyrone Liborea in den Grave. Dann overlayen wir die beiden, gehen hier nach vorne und gehen, damit wir ein bisschen mehr Platz haben, weil man möchte gerne Main-Monster-Zonen halt auch allgemein noch ein bisschen zur Verfügung haben für später, für weitere Plays.
Wir beschwören dann den Sargas, dann nutzen wir seinen Effekt und holen uns damit halt, kennen wir schon wieder, den Regulus. Aktivieren den Regulus, targeten die Borea am Grave, spezial beschwören ihn, indem wir Borea equippen, legen sie wieder weg, holen uns das Therion Discolosseum, aktivieren Therion Discolosseum und holen uns damit einen Therion-König Regulus. Und warte mal, ich schiebe das noch ein bisschen so, dass man es ein bisschen besser sehen kann, dass man alles auf dem Bild hat. Ich glaube, der Grave ist jetzt hier glaube nicht so ganz wichtig. Und wie ihr sehen könnt, haben wir hier mit dieser Combo, wie auch mit der alternativen Cyber Dragon Line, die ihr halt spielen könnt, theoretisch, ein sehr ähnliches Board gemacht, aber auch genauso ein Plus 5 wie mit der anderen Combo, wo man den Cyber Dragon rausholt. Und sagt, ich spiele einfach in den Nibiru rein, denn ihr könnt es einfach tun. Wie ihr seht, ist es egal, in welche Line ihr macht. Ihr könnt trotzdem plus 5 gehen. Wie geht man hier denn plus 5? Denkt man sich, hey, das hier sind doch nur 7 Karten. Ja, der Gegner hat einen ganzen Nibiru auf uns gedroppt. Der ist weg aus seiner Hand. Den hat er benutzt und den haben wir absorbiert. Der gehört uns jetzt uns. Er hat eine Karte weniger, mit der er anfängt. Er hat uns seine Spielmarke gegeben. Wir haben immer noch den Regulus als Follow-up für den nächsten Spielzug. Und theoretisch haben wir sogar einen Cyber Dragon Core passiv. Denn wenn der in den Grave geht, dann können wir uns Cyber Dragon Core zurückholen. Und ich glaube, das können wir sogar so machen, dass wir zum Beispiel mit Sargas ihn einfach selbst zerstören, wenn wir das möchten. Wenn irgendwie Gegner kein Target hat, können wir unseren eigenen zerstören, um dann halt ihn zurück auf die Hand zu kriegen, sodass wir halt von da aus wieder ein weiteres, komplett genau das gleiche Follow-up wie vorher haben. Und ich finde das so geil, wie das Deck einfach sagen kann, ja, okay, ich nehme den Nibiru, ich schluck den komplett, ich absorbiere den, ich behalte das Token und ich mache aber weiter. Finde ich super, ist super insane, dass man das machen kann und deswegen sage ich auch, in dieser Combo, wie ich die halt euch am Anfang gezeigt habe, die safe Variante, die müsst ihr nicht spielen. Ihr könnt einfach dieselbe Variante spielen, wie ich das euch eben gezeigt habe, dass ihr die einfach weglinkt und der Cyber Dragon halt nachher daneben liegt und entweder kriegt ihr euer Board hin, weil ihr halt kein Nibiru abkriegt oder wenn ihr Nibiru abkriegt, legt ihr das dem hin. Ist genauso gut, also... Ja, das Deck ist sehr vielseitig und man kann sehr viele coole Plays machen. Und ich glaube, das ist halt echt schon sehr nices Feld, mit dem man dem Gegner halt ordentlich auf die Eier gehen kann. Und der fängt dann halt mit 5 Karten dann nur noch an gegen 2 Negates, eine Interruption, Recycle und weitere Follow-ups, die man dann hier in der Hand hat. Und wir haben immer noch 2 weitere Karten, die wir in der Hand haben können, wenn es noch ein paar Handtraps dabei sind, dann GG Nori. Das war's dann hier von mir. Ich hoffe, euch hat so ein bisschen diese Idee gefallen und falls ihr weitere Combo-Vorschläge habt oder Ideen, ne? Seid ihr frei, die natürlich selbst zu entwickeln oder auch in die Kommentare reinzuschreiben. Bis dahin und tschüssi.